kommen Sie gerade her? Ich habe gerade mein Kind in die Kita gebracht, war kurz im Büro und jetzt bin ich hier. Das ist ja schon mal angenehm, dass Sie jetzt nicht sagen, Sie hatten schon seit 6.30 Uhr drei politische Termine. Ja, das ist ein Sitzungswochen so, da geht es schon um 6:30 los. Aber wir haben jetzt eine sitzungsfreie Woche, das ist ein bisschen lockerer. Ihr Wahlkreis ist Prenzlauer Berg Ost, Friedrichshain und Kreuzberg. Ist das der hipste Wahlkreis in ganz Deutschland? Ja, das haben Sie gut beschrieben. Ich glaube, es ist der coolste Wahlkreis. Nicht umsonst kommen viele Menschen aus verschiedenen Ländern, auch aus Deutschland, in meinen Wahlkreis. Viele siedeln sich auch an. Und das hat Vorteile. Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost ist sehr lebenswert. Es ist vielfältig, bunt gemischt. Junge Menschen leben dort, also der Altersdurchschnitt ist relativ gering, bei 38 liegt der. Okay. Viel Kultur, Clubs. Also es ist schon der coolste Wahlkreis. Es hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile, weil durch die große Nachfrage es eben dazu führt, dass die Mieten steigen. Dass sich Restaurants etablieren, die halt dann teurer sind und besseres Publikum ansprechen. Und das führt zu sozialen Verdrängung. Und es gibt viele Mieterinitiativen, die dagegen kämpfen. Und die unterstütze ich natürlich auch. Ich als Schwabe darf die Frage stellen, wie klappt die Kommunikation mit den Schwaben im Bezirk? Eigentlich ganz gut, ich habe keine Probleme. Die Schwaben, unsere schwäbischen Mitbürgerinnen und Bürger wohnen im Ortsteil Prenzlauer Berg Ost, oder? Die Frequenz ist dort höher. Und ja, für mich, ich habe die schwäbische Esskultur halt kennengelernt. Spätzle gibt es dann, Spätzleläden, Maultaschen. Ja, dass ich so als Berlinerin vorher nicht kannte. Das ist doch schön, verbindendes Element. Viel wichtiger und auch ein ernstes Thema, inwiefern hat sich die Stimmung bei Ihnen, aber auch im Wahlkreis verändert seit dem 16. April, dem Verfassungsreferendum in der Türkei? Ja, das ist, leider ist das Verfassungsreferendum nicht in meinem Sinne ausgegangen, weil ich der Überzeugung bin, dass das für die Entwicklung der türkischen Demokratie kein guter Weg ist. Ich meine, Menschenrechte, Pressefreiheit, Demokratie, die Türkei war in diesen Bereichen noch nicht 100% auf dem Stand, den wir hier haben. Aber mittlerweile ist es leider so, dass diese Grundfreiheiten massiv eingeschränkt werden. Und das Schlimme ist, dass es oft sehr willkürlich passiert. Aktuell Deniz Yücel, ein Redakteur der Weltzeitung, der Zeitung Die Welt, ist eben im Knast und wird nicht freigelassen und ihm wird Landesverrat und so weiter. Das ist nur ein Beispiel, aber auch was die Gewaltenteilung in der Türkei angeht, ist nicht mehr so gegeben mit dem System, das sich Herr Erdogan wünscht. Und das verfolge ich halt mit großer Sorge. Kann man auch letztendlich nicht abschalten. Kann man nicht. Tagesgeschäft. Das ist so. Ich werde auch immer wieder aufgrund meines Migrationshintergrundes, türkischen Migrationshintergrundes, damit auch immer verbunden und angefragt, obwohl ich dieses Schubladendenken nie möchte. Ich bin Ökonomin, Volkswirtin, Finanzausschuss, aber ich kriege dann doch Presseanfragen auch, die diese Themen betreffen. Verstehe ich auch, aber es lässt einen natürlich nicht los. Das ist das Land meiner Eltern. Dann ist und bleibt immer damit verbunden. Sprung zurück. Sie waren viele Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin von Ottmar Schreiner im Bundestag. Ja, das ist richtig. Was haben Sie von ihm gelernt? Ich war 7 Jahre lang bei ihm als Referentin tätig und ich muss sagen, ich habe viel gelernt. Viel auch über die Partei, über innerparteiliche Sachen, aber auch viel zur inhaltlichen Arbeit. Ottmar Schreiner war jemand, der für soziale Gerechtigkeit stand, geradlinig und standhaft. Und wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben sehr gut diskutiert und ich glaube, ich habe dadurch auch viel für meine jetzige Arbeit als Bundestagsabgeordnete mitgenommen. Wie kam es zum Wechsel oder wodurch haben Sie sich dann entschieden, Abgeordnete auch zu werden oder zu kandidieren? Ich war ja in der Zeit, als ich
hier beschäftigt, war im Deutschen Bundestag auch immer politisch aktiv in der Partei, in der SPD. Und meine Eltern konnten nie politisch also es gab keine politische Teilhabe, weil sie den deutschen Pass nicht hatten. Sie durften auch nicht kommunal wählen, also gar nicht. Mhm. Ja. Und ich hatte irgendwann auch mit 18 die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt und war politisch interessiert, engagiert und dachte, es geht auch besser. Also mache es. Und ja, jetzt bin ich Bundestagsabgeordnete. Jetzt kennen Sie ja den Bundestag, die politischen Prozesse dann aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Gab es etwas, was Sie dann trotzdem überrascht hat, als Sie 2013 Abgeordnete wurden? Also man geht ja mit hohen Ansprüchen und Idealen in so einen Wahlkampf natürlich und auch an die Arbeit. Und das Erste, was ich erfahren musste, ist eben, dass man mit seinen Forderungen nicht zu 100% durchkommt, also nicht mit dem Kopf durch die Wand. Und man muss in der Demokratie, auch im Deutschen Bundestag das natürlich, immer für Mehrheiten sorgen. Und diese Mehrheiten muss man sich im Vorfeld besorgen, durch Überzeugungsarbeit. Und das war, glaube ich, schon ein Lernprozess. Also es ist die Frustration, nicht durchzukommen, 100%, war schon sehr überraschend. Kann einen aber auch dann auf der anderen Seite erden, wo man auch sagt, okay, Geduld ist wichtig und das sind dicke Bretter, die man braucht. Genau, also das ist das Bohren von dicken Brettern. Es sind kleine Schritte, weil eben die Beteiligung so groß ist. Wir sind jetzt noch 4 Parteien im Deutschen Bundestag. Nächste Legislatur sieht es vielleicht anders aus. Aber in einer pluralen Demokratie, parlamentarischen Demokratie, ist das so, dass man sich eben Mehrheiten besorgen muss. Das stimmt. Für welche Themen möchten und müssen Sie Mehrheiten besorgen? Was liegt Ihnen besonders am Herzen? Für mich ist sehr wichtig die Steuerpolitik, weil ich auch im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages bin und dort geht es um die Einnahmen des Staates. Und leider ist es so, dass die Ungleichheit in Deutschland stark gestiegen ist. Das sagen viele Institute wie die OECD oder der IWF, aber auch in Deutschland das IMK, das DIW, das sind Wirtschaftsinstitute alle. Und diese Konzentration von Vermögen führt zu höherer Ungleichheit. Und das ist in Deutschland in besonderem Maße der Fall. Und das ist auch ökonomisch unvernünftig, weil es langfristig dann das Wachstum doch hemmt und wir dann keine Wohlstandsmehrung haben für alle Menschen in der Bevölkerung. Und deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir eine gerechtere Lastenverteilung haben, dass eben die, die wirklich superreich sind, auch mehr für das Gemeinwohl beitragen, sei es durch eine gerechtere Erbschaftsbesteuerung, eine gerechte Vermögensbesteuerung, aber auch durch eine gerechte Einkommenssteuer. Blick nach vorne Richtung Bundestagswahlkampf. Freuen Sie sich drauf? Ja, ich liebe Wahlkampf. Also ich liebe den Dialog mit den Menschen. Und ich freue mich darauf. Es macht Spaß. Man nimmt viele, viele Termine wahr, hört zu. Die Menschen sagen, was sie bedrückt, wo der Schuh drückt. Und das nehme ich natürlich mit in meine politische Arbeit. Und das drängendste Problem in meinem Wahlkreis ist tatsächlich die Wohnungspolitik, die Mietenpolitik. Es gibt immer weniger bezahlbaren Wohnraum. Und das müssen wir in den kommenden Jahren schnell ändern, weil die Sozialstruktur, die insbesondere in meinem Wahlkreis arm, reich, jung, alt, deutsch, nicht deutsch nach Herkunft, die möchte ich erhalten. Wir wollen alle gemeinsam, egal welcher Herkunft, welcher sozialer Herkunft, dort auch leben und unser Kiez soll auch lebenswert bleiben. Und dafür will ich mich auch in Zukunft einsetzen. Vielen Dank für die 400 Meter. Die letzte Bitte, gibt es noch eine Kollegin oder einen Kollegen aus Ihrer Fraktion, den oder die Sie empfehlen würden, für ein weiteres Interview mit mir? Ja, ich möchte empfehlen Lars Castellucci. Aus Baden-Württemberg. Nein, Schwabe. Sehr gut. Mal gucken, ob wir das auf Hochdeutsch dann hinbekommen. Ja. Vielen Dank. Machen wir. Sehr gerne. Dankeschön.